Samstagmorgen in Erfurt. Hier werden sich heute Mitglieder der Werteunion treffen, um darüber zu entscheiden, ob sie aus ihrem Verein eine Partei machen wollen. Als einer der ersten vor Ort ist Hans Pistner, Chef der Werteunion Thüringen. Hallo Herr Pistner, Marcel Siegmann vom Mitteldeutschen Rundfunk. Guten Morgen. Wie laufen die Vorbereitungen? Wie immer. Und können Sie uns ein kurzes Interview geben? Ich möchte nicht gefilmt werden. Ich möchte Ihnen hier keinen. Bitte schalten Sie die Kamera ab. Ich nehme Sie die aus. Warum machen Sie heute eine geschlossene Veranstaltung? Weil wir das intern bereden wollen, was wir zu tun haben. Überschattet wird die Mitgliederversammlung von den Veröffentlichungen über das Geheimtreffen in Potsdam. Die Rechercheredaktion Korrektiv berichtete über Vertreibungspläne von Millionen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, diskutiert von Politikern und Rechtsextremisten. Auch zwei Mitglieder der Werteunion waren vor Ort, unter anderem Simone Baum aus dem Bundesvorstand. Hans Pistner, ebenfalls Mitglied des Bundesvorstands, will darüber nicht mit uns sprechen. Können Sie mir sagen, warum Sie... Nein, das will ich Ihnen nicht sagen. Ich kann es, aber ich will es hier nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Die Simone Baum ist nicht meine Busenfreundin. Was denken andere Mitglieder? Potsdam ist für mich, sage ich dir ganz definitiv, bis es da Tonaufgaben gibt, also wirkliche Aufnahmen, wo das wirklich im Wort und Bild aufgefasst ist, überhaupt nicht existent soll. Ich habe gehört, das soll geheim gewesen sein, mehr weiß ich darüber nicht. Hier hören wir heute keine Distanzierung. Wo steht der Verein, der anstrebt, eine Partei zu werden? Von Hans Pistner liegen uns E-Mails vor, die er über einen Verteiler der Werteunion an Mitglieder verschickt hat. In einer Nachricht verglich er den Coronavirus mit Migranten. Gegen die müsse man sich zur Wehr setzen. Auf Anfrage antwortet nur die Werteunion. Dies sei nicht der typische Sprachgebrauch von Herrn Pistner. Etwas später kommt der Vorsitzende der Werteunion, Hans-Georg Maaßen. Abgeschirmt von Sicherheitsleuten betritt er den Hintereingang. Maaßen selbst trat in den vergangenen Jahren mit immer radikaleren Äußerungen in die Öffentlichkeit. So behauptet er, Flucht und Migration würden gezielt genutzt, um Deutschland zu schaden, wie hier in einem Interview im Sommer vergangenen Jahres. Das Entscheidende ist, dass einem klar ist, warum diese Leute zu uns kommen sollen. Die politische Linke, die Ökosozialisten wollen eine gesellschaftliche Veränderung. Sie wollen eine neue Gesellschaft, einen neuen Menschen. Das sagen sie ganz offen. Und Migration ist ein Instrument zur Zerstörung der bisherigen Gesellschaft. Politik und Medien treibe ein eliminatorischer Rassismus gegen Weiße. Wir sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Das Ziel der neuen Partei, enttäuschte CDUler anzusprechen, könnte mit Äußerungen über angebliche Umvolkungspläne schwer werden. Mit solchen Begrifflichkeiten wird er nicht sehr viele Menschen, die im Grunde von der CDU enttäuscht sind, sich insgesamt aber im bürgerlichen Lager fühlen. Also mit solch einem Sprachgebrauch wird er nicht allzu viele Leute erreichen, die nicht ohnehin schon bei der AfD oder bei der NPD-Nachfolgepartei schon längst angekommen sind. Am frühen Nachmittag dringt in Erfurt nach außen, dass sich die Werteunion mit 95% für die Gründung einer Partei ausspricht. Auf einem nach der Wahl veröffentlichten Bild sind auch Michaela Schneider und Simone Baum, die Teilnehmerinnen an dem Treffen in Potsdam, zu sehen. Neben Simone Baum steht Erik V., der im Netz mit NS-verherrlichenden Posts auffällt und der über ein Deutschland ohne Migranten sinniert. Auf einem Foto ist er mit Martin Sellner, der beim Treffen in Potsdam die Remigrationspläne vorgestellt hatte. Es sei nicht zu weiteren Treffen gekommen. Andere Posts fielen unter die freie Meinungsäußerung, sagt er uns auf Anfrage. Er habe sich für die AfD engagiert, sei aber kein Mitglied. Die Werteunion schreibt uns: Nach Kenntnisnahme der MDR-Anfrage hat der Bundesvorstand umgehend gehandelt, recherchiert und daraufhin V. umgehend aus der Gruppe der Jungen Werteunion entfernt. Sowie aus der Werteunion ausgeschlossen. Wieso erst jetzt? Die Jugendorganisation der CDU hatte gegen ihn bereits 2021 aufgrund rassistischer Posts ein Ausschlussverfahren angestrengt, woraufhin er austrat. Von seinem Engagement für AfD, Auftritten mit Sellner und menschenverachtenden Posts habe die Werteunion bisher keine Kenntnis gehabt.
Schriftlich erhalten wir auch eine Antwort auf unsere Anfrage zur Teilnahme von Simone Baum und Michaela Schneider an dem Treffen in Potsdam. Dass dort über die Vertreibung von Millionen von Menschen gesprochen worden sei, laut Werteunion frei erfunden. Die Anschuldigungen sind infam, unwahr und offenbar Teil einer zeitlich gut positionierten Kampagne, um die Werteunion, die sich anschickt, Partei zu werden, im Zuge einer politischen Marktbereinigung bereits vor ihrer Gründung massiv zu schaden. Die Werteunion lehne Rechtsextremismus ab. Gegenüber einer Zusammenarbeit mit Rechtsaußen zeigt sich die Werteunion allerdings offen. Michael Kur, Beisitzer des Bundesvorstands über die AfD. Mindestens haben wir ja schon gesagt, dass wir mit denen reden. Ja, mit denen, mit jeder Partei. Wir reden auch mit den Grünen. Wir reden mit allen. Alle, die demokratisch gewählt sind, mit diesen Parteien reden wir. Warum sollen wir die AfD da ausnehmen? Für mich ist eine Brandmauer ganz klar antidemokratisch. Am Nachmittag geht die Veranstaltung in Erfurt zu Ende. Maaßen verlässt die Versammlung. Als die Letzten den Veranstaltungsort verlassen, treffen wir noch auf Markus Krall, der einem YouTuber ein Interview gibt. Krall will sich in der Partei Werteunion ums Thema Wirtschaft kümmern. Laut einer Veröffentlichung von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung stand Krall im intensiven Austausch mit Prinz Reuß aus dem Reichsbürgermilieu, der inzwischen als mutmaßlicher Rechtsterrorist angeklagt ist. Wir fragen nach einem Interview. Ja, welche Rolle spielen Sie in der neuen Partei? Komm, das habe ich schon öffentlich gesagt. Eine programmatische Rolle. Ja, danke. Ja. Auf die Frage nach seinen Kontakten zu Prinz Reuß erhalten wir auf eine schriftliche Anfrage keine Antwort. Das Programm wird in den nächsten Wochen ausgearbeitet. Die Partei Werteunion soll noch im Februar gegründet werden. Tja, und manch einer befürchtet schon, dass unser Parteiensystem zersplittert. Denn nicht nur die Werteunion schickt sich an, Partei zu werden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, ist gerade eine geworden. Schon kommenden Samstag steht da der erste Bundesparteitag an. Kurz darauf sollen auch die Landesverbände startklar sein für die anstehenden Landtagswahlen im Osten. Dafür braucht es natürlich Personal. Und der Kampf um erfahrene Leute sorgt für Unruhe. Ein Stimmungsbild von Andreas Rummel und Daniel Sagradov. Zwei Mitglieder der BSW unter Anspannung. Wir dürfen uns nicht drängen lassen jetzt, weil dann werden wir unsicher. Und unsicher werden dürfen wir auf keinen Fall, müssen die Termine im Blick haben. Ja. Heiko Döhler und Sabine Zimmermann stellen so etwas wie das Aufbaukommando der neuen Wagenknecht-Partei BSW in Sachsen dar. Beide sind Stadträte in Werdau, einer großen Kreisstadt im Landkreis Zwickau. Wir besuchen sie hier im Rathaus. Denn in Werdau ist, bundesweit erstmalig, eine ganze Fraktion, in diesem Fall vier Leute, zum Wagenknechtlager übergetreten. Sabine Zimmermann, die 16 Jahre für die Linke im Bundestag saß, ist verantwortlich für den Aufbau der neuen Wagenknecht-Partei in Sachsen. Wir haben wirklich absolute Zeitknappheit, ne, dass wir das auch dann hinkriegen. Die größten Probleme sind zurzeit wirklich die Kommunalwahl, die enge Terminkette. Wir fangen mit fast null an, nur mit Leuten, die man kennt, mit Netzwerken, die man neu aufbaut. Und das ist eben auch das Spannende an der Arbeit. Das ist schon eine Herausforderung, aber wenn wir die Kommunalwahl schaffen, dann schaffen wir auch die Landtagswahl. Gebraucht werden Leute, und zwar vor allem solche mit politischer Erfahrung. Die muss man aber erst mal haben. Wir sind viele, die mitmachen. Also wenn ich jetzt allein von meinem Handy ausgehe, wo die Menschen uns anschreiben und mitmachen wollen, also hier in meinem Handy ist mein Büro sozusagen drin, da kann ich sagen, sind wir 300. Aber da muss jeder Einzelne immer noch angesprochen werden und da bin ich noch nicht ganz durch. Das können Sie sich vorstellen, dass das auch viel, viel Zeit kostet. Dieses Vorgehen allerdings, erstmal mit allen nur zu reden, die aufgenommen werden wollen, das kommt von ganz oben. Von ihr, der Namensgeberin Sarah Wagenknecht. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen, in die junge, neue Parteien oft tappen, dass sie eben Menschen auch aufnehmen, manchmal die auch schon durch fünf Parteien durchgezogen sind, die jetzt nicht so konstruktiv sich einbringen. Dieser Tage sollen erstmal nur 450 Mitglieder neu in die Partei aufgenommen werden. Doch die Suche nach erfahrenen Unterstützern läuft. Und Leute mit politischer Erfahrung gibt es natürlich auch bei der alten Heimat, der Linken. Hier beim Stadtverband der Linkspartei in Magdeburg beobachtet man ganz genau, was sich tut. 20 neue Mitglieder kamen.
Gegangen aber sind 35. Einer dieser Austritte hat sehr klar auch gesagt, dass es hier einen Wechsel zu BSW geben wird. Bei zwei, dreien würde ich es vermuten, dass das der Fall ist. Und ich denke nur daran, dass es ja auch bei uns im Stadtverband Abwerbegespräche gab, ne, wo auch sozusagen versucht wird, aus den Ressourcen der Partei, der man sich eigentlich mal zugehörig gefühlt hat, Kraft, Energie, Ressourcen, Genossinnen abzuziehen. Die ehemaligen Genossen in Werdau jedoch wollen solche Argumentationen nicht gelten lassen. Dass die Linke uns unterstellt, wir würden bei der Linken wildern und abwerben, das haben wir gar nicht nötig. Also da sind die Leute, kommen von selbst und wollen mitmachen, weil die einfach auch mit der Parteilinie nicht mehr einverstanden sind. Auch vorher schon hagelte es von ehemaligen Parteikollegen harsche Kritik an Wagenknecht und ihren Mitstreitern. Wie aufgeheizt die Atmosphäre mitunter ist, zeigt ein Vorfall aus dem Stadtverband der Linken in Magdeburg. Die Co-Vorsitzende Nicole Anger erzählt uns, ein Mitglied des eigenen Stadtverbandes habe ihr eine E-Mail geschrieben, dass er jetzt Wagenknecht folge. Das Ganze gespickt mit wüsten Beschimpfungen und Drohungen. Unter anderem habe er sich zu den Worten verstiegen: Nicole Anger und die scheiß Magdeburger Partei gehört erschossen. Das Gefühl, von jemandem bedroht zu werden, der eigentlich aus dem eigenen Lager kommt, mit dem man gemeinsam Politik gemacht hat, das ist schon nochmal ein sehr, sehr spezielles, negatives Gefühl, was sich da entwickelt. Entgleisungen solcher Art rufen den Staatsschutz auf den Plan. Ermittlungen laufen. Doch zurück nach Werdau. Von dem Ortsverband der Linken, den Sabine Zimmermann und Heiko Döhler verlassen haben, ist offenbar nicht mehr viel übrig. Auf der Webseite des Ortsverbandes finden sich keinerlei Namen oder Kontaktadressen mehr. Für ihre neue politische Heimat, die Wagenknecht-Partei, sind Zimmermann und Döhler zuversichtlich. Von den mehreren hundert Interessierten in Sachsen habe die Hälfte politische Erfahrung, weil sie von den Linken kommen. Und einige von der SPD.